Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Automation Empire hier auf SteelGames Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir sind jetzt hier dazu da, um die große Abrissaktion auf dieser Halbinsel hier durchzuführen, um so viel wie möglich abreißen zu können. Komm, kann alles weg hier erstmal. Das braucht man nämlich alles nochmal neu. An die Anfahrt hier, die können wir zwar lassen, also da brauchen wir auch was neu, aber das können wir jetzt erstmal so lassen. So. Das können wir auch so lassen, weil da müssen wir ja eh dran vorbei immer. So. Zack, zack, zip. Also, könnte auch sein, dass wir hier natürlich die Anfahrt wieder machen, da noch durchfahren müssen. Okay, hier haben wir auch so ein bisschen halb was rumstehen. Kommt erstmal das Gleis noch mit weg hier. So. Ach, da liegt auch noch ein Gleis, guck an. Ich bin gewundert, warum das immer von oben so dunkel aussah. Aber lacht da ja noch was. So, das ist hier jetzt nämlich demnächst ein ganz großes Produktionsgebiet hier. Beziehungsweise eher ein Rohstoffproduktionsgebiet. Für unsere Golden Plates Fabrik, die ich jetzt hier machen will. Also damit möchte ich gerne Geld verdienen und natürlich auch Gewicht verdienen und dann mir irgendwann auch die Raketen leisten können. Problem wird sein, dass die Raketen wahrscheinlich, also ich würde sie gerne jetzt schon haben, damit ich dann hier ein bisschen besser das alles abtransportieren kann. Hab gerade ein bisschen einen tollkühnen Kater hier. Was gerade ein bisschen. Naja, merkwürdig drauf wieder. Gut, okay, hier hinten die Stückchen, das könnten wir auch noch wegmachen. Erstmal, das ist das ganze Stückwerk hier brauchen wir erstmal nicht. So, das Stückchen brauche ich auch erstmal nicht. Und dann müssen wir mal gucken, wo wir die Rohstoffe alle herholen und wo wir die alle hinbringen. Also ich möchte ja ganz gerne quasi hier die Golden Plate Fabrik in der Mitte haben. Das ganze Krempel hier, das, ich weiß nicht, ob ich mir das leisten kann, alles abzureißen. Aber eigentlich könnte ich mir das auch leisten, alles abzureißen, ne? Weil ich müsste eigentlich genügend Geld haben, um das alles aufbauen zu können. Wieder hier hinten verdienen wir ja so ein bisschen Geld immer noch. Nicht viel, ne? Wenn ich alles abreiße, habe ich so 5 Millionen auf dem Konto. Damit könnte man auf jeden Fall hier ein großes Stahlwerk aufbauen. So, dann müssen wir erstmal gucken, wie viel Eisen und Kohle hätten wir hier. Also hier haben wir 1, 2, 3 Kohle. Hier haben wir nochmal 3 Kohle, macht 6 Kohle, macht hier 3 Eisenerz, 6 Eisenerz, 9 Kohle, 14 Kohle. 3 Eisenerz. Hier haben wir 6, 6, ne? Das ist ausgeglichen. Hier hätten wir nochmal ein bisschen Eisenerz. Und dann haben wir ein bisschen Kohle, haben wir über, glaube ich. Das könnten wir überlassen. Okay. Was haben wir denn alles hier drin? Ein Stahlwerk, ganz groß. Dann gucken wir mal, wie viel wir da hinkriegen. Und dann das hier rüber transportieren lassen mit dem Zug. In eine Fabrik, die dann das ganze Stahl weiterverarbeitet mit Gold. Dann hier die Goldanlieferung haben, da die Goldanlieferung haben. Die geht dann nach da einfach hier schon mal rüber und dann da rein. Und hier drin soll dann ein Gleis fahren, wo die Fabrik in der Mitte steht, die das Gold macht und dann einfach hier das Stück gerade nutzt, um hier ein paar Verladestationen zu haben. Und gut ist. Soweit der Plan. Soweit der Plan. Wir lassen mal noch ein bisschen Geld reinkommen, solange wie wir hier quasi erstmal daran denken, das Stahlwerk hier hinzusetzen. Dieses Stromkabel werde ich jetzt mal hier abreißen. Das werde ich mal hier hinten drüben versorgen. So. 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 Ist angeschlossen. Ja, ist verbunden. Weil ich quasi die will ich hier so nah dran wie möglich haben. Die Fabrik. Deswegen wird hier nochmal ganz kurz das Stück weg hier und dann kommt hier die Stromleitung nochmal weg. Die Frage ist, haben wir 3, 6, 12, 15 mal Eisen haben wir. 15 mal Eisen. Wenn wir 15 mal Eisen haben, brauchen wir auch 15 von den
Öfen, die Eisen herstellen. Das ist 5x3 Gruppen. Das passt so gar nicht in so eine 20x20 Fabrik rein. Ne? Wir machen mal hier maximal größtmögliche Fabrik. Wenn ich jetzt hier sozusagen... Na gut, ich meine, Platz haben wir ohne Ende hier drin. Ne? Wir können jetzt eine Reihe hier komplett für Kohle, eine Reihe da oben komplett für Eisen machen. Und in der Mitte das Stahl herstellen. Ne? Also das sollte eigentlich klappen. So. Bei 15, 5x3, wir brauchen ja eigentlich nur 5 Kessel reinkriegen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Okay, dann machen wir das ganze Ding um 1 kleiner und dann machen wir da unten 9 Kessel rein und dann sollte das als Produktionskette auf jeden Fall gehen, oder? Demolish? Yes. Demolish? Yes. So. Oh, 400.000. Also, Fabrik ist teuer. Das ist schon mal klar. So, und in der Tiefe lassen wir es dann mit 20 und dann ist gut. Dann machen wir eine Seite Eisen, eine Seite machen wir Kohle, andere Seite machen wir Kohle, lassen Kohle anliefern in mehreren Etappen wahrscheinlich, weil wir das alles nicht mit einem Zug machen können. Wenn wir mehrere Züge haben, die da anliefern, das wird aber alles miteinander verbunden sein und sich dann ausgleichen. Hoffentlich. Und dann müssen wir dann das alles hier noch wegtransportiert kriegen. Heißt, wir machen das jetzt hier bis zum Maximum und ein weniger. Dann werden wir das nämlich auf der Seite aufstellen und auf der Seite aufstellen. Ein bisschen nah an dem Gold dran, ne? Mit dem, wenn ich in hier rein will. Aber ich komm ja von hier mit Eisen zum Beispiel. Ach, das ist auch Eisen hier, oder? Ne, es ist Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Hier haben wir noch 3 Eisen rumfliegen. 3. Nochmal durchzählen. 3, 9. Plus 3 sind 12, plus 3 sind 15, wir haben 18 mal Eisen. 18 mal Eisen, haben wir noch irgendwo Eisen? Eigentlich nicht, ne? 18 mal Eisen haben wir hier. Oh Gott, das wird ein Riesenberg. Das gefällt mir schon mal so. Da brauchen wir dann ja, ungefähr 18 mal Kohle dazu. Das ist ja egal, den Überschwung will ich ja dann sowieso raustransportieren lassen. Jetzt gefällt mir schon wieder die Position von der Fabrik nicht. Ja. Dann können wir doch lieber weiter in die Mitte gehen. So. So hätten wir es gern. Und jetzt wird aber wirklich gebaut. Jetzt wird hier eine große, riesengroße Fabrik gebaut für Stahl. Da sollte jetzt einiges reingehen hier. So. Sehr schön. Gut. Die werden natürlich alle miteinander verbunden. Das wird natürlich auch teuer, ne? So, 18 mal Stahl. Das sind ja etliche von den Dings, die hier denn rein müssen, von den Stahlherstellern. Na ja, gut, okay. Mal gucken, wie weit wir bereit kommen. Wir werden das auf jeden Fall versuchen, so kompakt wie möglich zu bauen. So, jetzt brauchen wir hier einen davon dran. Okay. Ruckeli-ruck. Also die Dinge aufstellen, das kostet immer ganz schön Ressourcen hier am Rechner. Da macht er ja ganz schön einen hin. So, dann brauchen wir hier die Jungs. So. Dann hätte ich gerne die Jungs in dem Abstand dort. Einmal auch über die komplette Länge. Müssten 27 werden. 270.000, ne? Aber dann ist das die einzige Ressource, die dann nicht mit rüber geht, ist Öl. Und aus Öl und Red Gain können wir ja dann in Massen das andere Zeug herstellen, ne? So, jetzt brauchen wir hier die Förderbänder. Dabei behalten, sonst kommen wir durcheinander.
Und verwirrt sind wir ja eigentlich von Haus aus schon viel zu sehr. Dann muss man sich ja das Leben nicht noch schwerer machen, indem man so verwirrt ist. Aber, wenn ich hier so schön am Bauen bin, da wollte ich mal ganz kurz was erzählen. Ich habe jetzt eine ganze Weile schon Bock auf Crusader Kings. Ne? Crusader Kings kommt ja der dritte Teil dieses Jahr raus irgendwann. Ganz genau weiß ich noch nicht wann, aber irgendwann kommt er dieses Jahr raus. Und ich freue mich da tierisch drauf, weil ich Crusader Kings 2, da habe ich, oh Gott, da habe ich damals einen Spielstand gehabt. Boah, etliche Stunden drin verbracht und habe dann das, hab's von einer einfachen Grafschaft, also ich habe wirklich mit einer einfachen Grafschaft angefangen. Meiner alten Heimat, also der Altmark, die konnte man dort als Grafschaft spielen. Da war es auch noch nicht so, dass man so früh anfangen konnte zur Zeit 1100 irgendwas, kann man ja auch anfangen, oder 1000 irgendwas. Ich glaube, kann man nicht sogar jetzt mittlerweile 800 anfangen? Gründung des Deutschen Kaiserreiches? Ich glaube, ab da kann man jetzt mittlerweile schon spielen. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber auf jeden Fall habe ich dann in dem Bereich also angefangen und da hieß das dann halt eben auch schon Altmark und die Herrscher waren auch schon die, die ich auch, sagen wir, aus der Geschichte meiner Heimat kannte. Und naja gut, aber ich hatte das große Glück, dass ich bei den Ottonen einheiraten konnte. Vielleicht sagt euch das ja was. Also das waren ja die quasi, die denn da ganz viel Kaiser schon gestellt haben. Ne? Also Otto den Ersten und so weiter. Und dann hießen die ja Ottonen danach. Und naja, da hatte ich dann jede Menge Glück und habe dadurch sehr schnell sehr viel Ruhm erhalten. Beziehungsweise bin sehr schnell an Dinge rangekommen und an neue Ländereien. Und das hat natürlich dann auch sehr gut dazu beigetragen, dass mein Haus sehr schnell und sehr gut gewachsen ist und ich dann auch jede Menge Domänen hatte und so. Also es war sehr interessant. Also ich habe dann nachher den Königstitel. Bis zum Kaiser habe ich es nicht geschafft. In der Kaiserfamilie war ich ja eingeheiratet. Über mehrere Stellen nachher schon. Also die verheiraten sich ja dann, das jetzt kennt man ja, ne? Also die sind da ja ein bisschen flexibel, was die Hochzeitspolitik angeht, ne, die machen da ja auch, also jeder mit jedem und wenn nicht auch noch mit anderen, also die sind am Adel, das ist ja Gottes Willen, ne? Da wird auch nicht halt vor der Cousine gemacht, hätte ich was gesagt, jetzt klingt ein bisschen böse, aber ja, also die sind da wirklich ein bisschen befreiter von dem und die haben ja damals eben immer darauf geachtet, dass dann halt eben ist ja nicht so wie heute, dass man sich seinen Partner selber aussuchen kann und draußen rumläuft und sagt, hey, der Typ, der ist gut oder die Frau, die finde ich ganz toll und jetzt das wäre doch was, wenn wir denn vielleicht oder so. Gut, eben vom Suchen und Finden der Liebe, das ist sowieso so ein eigenes Thema. Aber damals wurden die Ehen ja mehr oder weniger auch arrangiert. Ne? Also ich meine, wenn man jetzt überlegt, dass eine kleine Prinzessin im Alter von 14 Jahren aus Anna Zerbst war das damals, nach St. Petersburg gebracht wurde, um da diesen König oder den Zaren von Russland zu heiraten. Gut, wir kennen sie alle unter Katharina die Große, denn das ist sie nachher am Ende gewesen. Ne? Also, es war nachher Katharina die Große, aber trotzdem, als 14-Jährige dorthin verbracht werden, nur um so einen Typen zu heiraten, den du dein Leben vorher nicht gesehen hast. Also, ich stelle mir das schon eher traumatisch vor, muss ich sagen. Wenn ich das jetzt mal so auf den Punkt bringen darf. Naja, was heißt auf den Punkt? Ja, eigentlich ist es auf den Punkt bringen. Also ich stelle mir das wirklich traumatisch vor, so ein Erlebnis haben zu müssen und dort dann halt, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, also vorgeführt werden, kann man so nicht sagen, ne? Aber auf jeden Fall ist das nicht das. Nein, geht so nicht. Also das ist ganz fürchterlich. Aber gut, so war die Gesellschaft zu der Zeit oder so. Ja, so war sie zu der Zeit, kann man so sagen. Und so wird sie wahrscheinlich auch über lange Zeit immer mal wieder sein. Also ich kann, es kann durchaus kommen, dass solche Sachen dann im Hochadel immer noch durchaus passieren. Jetzt im europäischen Hochadel glaube ich nicht mehr. Ich glaube, die sind jetzt so weit emanzipiert, dass sie sogar, also die meisten Königshäuser, da dürfen jetzt sogar bürgerliche Reiner heiraten. Das war ja lange, lange Zeit auch nicht möglich, dass da sozusagen ein Prinz eine bürgerliche heiraten durfte. Das ist ein total doofes Thema eigentlich. Aber ich finde das gerade sehr interessant. Also ich könnte auf Royals, ich könnte da drauf, wenn wir so ein Kaiser oder sowas kommt von mir aus. Also den Bundespräsidenten bezahlen wir eh auf Lebenszeit. Das heißt, der kommt in sein Amt
geht aus seinem, scheidet aus seinem Amt aus, egal wie. Er kriegt volle Bezüge weiter und hat auch noch Anrecht auf ein Büro und dies, das, Ananas. Also der kann richtig, ich würde sagen, der kann gut davon leben. Wenn der dann mal einmal so weit gekommen ist, dass er Bundespräsident gewesen ist. Also ich würde den Job machen. Also für das, was da am Ende dran rauskommt. Nächstes Jahr bin ich auch alt genug, um ihn machen zu können. Ne? Da muss man, das ist ja, glaube ich, das einzige Amt in Deutschland, welches eine Altersbeschränkung, ich weiß noch nicht, ob der Kanzler auch eine hat, eine Altersbeschränkung, aber der Bundespräsident hat eine Altersbeschränkung. Man muss mindestens 40 Jahre alt sein, damit man Bundespräsident werden darf. Ja gut, also das, ne, das schaffe ich nächstes Jahr. Also ich könnte mich nächstes Jahr, ist nächstes Jahr eine Bundesversammlung? Weiß ich nicht. Bundespräsidentenwahl? Ich glaube nicht. Aber wie gesagt, also wenn, ich müsste nur genügend Stimmen haben, ne, da von der Bundesversammlung. Ich meine, da gehen Leute hin, die da wählen, das sind dann, ich hätte bald gesagt, so eine Flachzeichen wie der Pocher, aber ja, solche Kaliber gehen da durchaus hin. Also das ist wirklich auch Comedians und sowas, die dann halt eben, ja, die, weiß ich nicht, ob das denn Gag ist, dass die da hingehen müssen oder hingehen können oder so, dass sie daran teilnehmen an der Bundesversammlung. Also ich weiß gar nicht, wie das überhaupt zustande kommt. Ich glaube, die werden ja irgendwie angeschrieben, ausgewählt, dass sie teilnehmen können oder gestellt von den Parteien. Also ich weiß auch, Ingo Appelt war schon mal bei der Bundesversammlung, der ist ja bekennendes, oder weiß ich nicht, ob er es noch ist, aber war früher mal bekennendes SPD-Mitglied. Falls ihr Ingo Appelt nicht kennt, der hatte das goldene Fickenschild mal in der damaligen Show RTL Samstagnacht präsentiert. Und das war wirklich eine Sendung, die musste man früher, also zu der Zeit, wo sie lief, man musste sie gucken, weil ansonsten hast du montags auf dem Schulhof gestanden und ja, konntest halt nicht mitreden, ne? Du kanntest die Gags nicht, ne? Die dann da kamen und konntest nicht darüber reden. Das war damals schon eine richtig geile Show, muss man ehrlich sagen. Sehr, sehr viele bekannte Komiker, also auch jetzt noch bekannte Komiker waren dort, ne? Also Wiegald Boning zum Beispiel, Olle Dittrich, der, naja gut, Stefan Jürgens, der ist ja mittlerweile auch mehr oder weniger ins Krimifach gewechselt, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Und ein Esther Schweins, okay, von der hört man nicht mehr viel, aber gut, bei Frauen ist es meistens so, ne? Das ist immer so eine Sache im Fernsehen. Sofern sie denn ein gewisses Alter überschritten haben, beachtet das private Fernsehen die nicht mehr. Und wenn sie es dann nicht schaffen, im Öffentlich-Rechtlichen unterzukommen, dann ist da meistens die Karriere relativ schnell beendet, ne? So fies, wie es ist. Also, aber es gibt, wenn man jetzt die Fernsehlandschaft sich mal so anguckt, so richtig viele Ü40 Damen im Öffentlich-Rechtlichen, also nicht im Öffentlich-Rechtlichen, sondern im Privatfernsehen, die dann eine eigene Sendung haben. Nachrichten, ja. Würde ich sagen, hier bei RTL, die, na gut, die ist ja auch mit dem, die ist ja auch mit dem Nachrichtenchef von RTL zusammen. Da kann man vielleicht eventuell über Vitamin B noch ein bisschen den Posten eine Weile halten, aber wie gesagt, das ist, ja gut, so also ist halt unsere Gesellschaft, ne? Schade, schade, dass sie so ist und schade, dass es wirklich so einen großen Einfluss hat, wie alt man ist und auch wie oberflächlich wir alle dann schlussendlich ja eigentlich sind, weil wir ja alle quasi vielleicht die Sender dazu bringen, uns immer wieder frische neue Gesichter zu bringen, also weiß ich nicht, schwieriges Thema. Naja, gut, aber willst du machen, ne? Wenn du es denn geschafft hast bis dahin und hast dann deine Schäfchen im Trocknen, hast genug Geld verdient, ich meine, ja, Beispiel Sonja Kraus zum Beispiel, ne? Weg, hört man nichts mehr von. Barbara Schöneberger, vorher durch sämtliche, auch privaten Kanäle durchgegangen, ab einem bestimmten Alter, hat es aber in die Öffentlich-Rechtlichen geschafft, ne? Aber RTL ab und zu wird sie noch, wenn der Jauch irgendeine Sendung macht, mit dazu genommen, aber ansonsten auch nicht mehr allzu häufig zu sehen. So, dann müssen wir jetzt zwei große Tanks machen, die quasi die Rohstofftanks bilden. Oder drei Tanks. Obwohl, den Tank, den wollte ich nicht hier drüben haben.
als Abladestation den dritten Tank. So, und jetzt müssen wir hier zwischen überall gucken, dass wir so viele von den Kombinierern dazwischen kriegen. Also wir brauchen mindestens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 brauchen wir mindestens. Ich hätte gesagt, 12 müssten wir machen, ne? Also 12 müssten hier mindestens reinpassen, aber das sieht doch schon ganz gut aus. Dass wir hier immer so zwei nebeneinander hinkriegen. Verbaut. Ist ein bisschen auf dem Kurs. Gucken wir doch mal. Ja, das sieht gut aus. Da hätten wir 12 Stück davon. Reichen uns 12? Wie viel habe ich denn jetzt? Hier hätte ich 8 drin und wie viel habe ich da drin? Da habe ich hier jede Menge drin. 1, 2, 3. Ja, hier habe ich 8 Stück drin. Ich bräuchte eigentlich für jede dieser einen, ne? Also ich brauche doppelt so viele. Also ich brauche 18, nicht 12. Müssten wir so mal 3 dahin kriegen auf dieser Strecke. Na, das kriegen wir da nicht schön mittig hingesetzt, ne? Aber wir kriegen hier ja immer noch einen dazwischen, ne? Aber nicht mittig halt. Das ist ja fies. Howsy du bist. Howsy du bist. Wie sieht das denn schöner aus, wenn ich jetzt 2, 3, 4 und dann immer noch einen da drüber stelle? Einen dahin, einen dahin, einen dahin. Dann ist hier Lücke. Sieht doof aus. Also ich mache mir jetzt Gedanken darüber, dass es doof aussieht, ne? Eigentlich müsste ich mir Gedanken darüber machen, wie es besser funktioniert. Oder wir machen Kompaktbauweise, ne? Dass wir dann hier wirklich Kompaktbauweise mal reinbringen. Also dann so, den hier, den da. Dann ist es fast mittig. Die muss rausnehmen. So. Da. So, dann bin ich ja noch. Eigentlich bin ich eins zu nah dran noch überall hier. Der war richtig, okay. Der war wieder noch ganz falsch. Und die dann so rum, dann müssen wir das hier in Kompaktbauweise machen. Dann haben wir auf jeden Fall 18 Stück. Boah, sieht gut aus. Ist auch teuer. Aber gut. Das stört ja alles nicht mehr. Also wir sparen ja richtig, wenn wir dann den dran machen, ne? den Wasseranschluss. Gut, dann heißt es jetzt hier Stöpsel dran bauen in Massen von der Richtung. Könnte natürlich ein interessantes Ergebnis jetzt hier rauskriegen. Wir müssen dann mal gucken, wie wir das denn mit den Tracks mit den verschiedensten machen, wie wir dann hier rankommen. Da kümmern wir uns in der nächsten Folge drum, wie wir quasi die ganzen Rohstoffe hier reinkriegen. Mit allen möglichen... Na, was das, wie sind die Dinger? Konsequenzen. Upsala. Das sind eben in Schweden, ich weiß. Da müssen wir dann mal gucken, dass wir hier die ganzen Tracks dann hier rankriegen. Aber das bauen wir in der nächsten Folge. Ich mache jetzt hier bloß noch diese Teile hier fertig und werde dann hier noch sagen, Gold kommt immer von der Seite dran. Wir auch kein Vergessen hier, das werden wir garantiert irgendeinen vergessen haben. Nachher am Ende. Alleine das sind ja 180.000, ne? 180.000, die wir ausgeben für die Dinger hier jeweils. Dreimal 180.000, Gottes Willen, einer.
Unsumme an Geld, die wir hier verbauen. Aber naja gut, noch haben wir 3 Millionen auf der hohen Kante. Und wenn das dann jetzt in die ganze Kohle und alles hier verschlingt, dann wird das schon noch teuer genug werden. Dann kommen die Grünen dazwischen. Gut. Dann kommt das Grüne, kommt dann hier dran. Das ist der grüne Provider. Das ist der goldene Provider. Das ist der blaue Provider. So. So. Und grün. Und dann haben wir hier dann zwei Türen, wo wir das denn hier mit zwei Zügen abtransportieren können. Beziehungsweise, das ist gar nicht so einfach, ne? Mit zwei Zügen. Ich müsste ja hier eigentlich mit längeren Zügen reinkommen, weil ich ja hier im Kreis wieder rausfahren will. Das könnte knapp werden, aber nee, müsste passen, ne? Vom Platz her. Mal gucken, dass wir hier so einen Bogen rausfahren können und dann zwei Türen nutzen. Also hier durch die Mitte rein und da am besten durch die Mitte wieder raus. Das müsste ganz knapp gehen. Und wir gucken mal, wie wir es hinkriegen. Denn wir brauchen ja mehrere Waggons, die dann hier rüberbringen und die dann den Stahl in die Fabrik bringen. Für die Golden Plates dann, ne? Und dann wird man dann erstmal noch das ganze Eisen hintransportieren. Aber das alles in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und ein Abo. Ich würde mich riesig drüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denn. Tschüss.